Mal brauchen wir auch noch ein bisschen Redstone. So. So. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn überhaupt das Besondere an der Magie? Ja gut, man kann sich sozusagen ein paar besondere Sachen machen mit der Magie. Es gibt halt diese sozusagen eine Ausrüstung, wie man sich halt nur Magie machen kann, weil sozusagen Magiebarren sind. Das nennt sich Saumium, so wie das, wie die mitstehende Mod halt, Saumium Croft heißt, sind die Bars natürlich Saumium. So, und deshalb ist es halt, ja, was heißt wichtig, deshalb kommt es halt so mit dazu. Bauen wir, sagen wir mal, noch 1, 2, okay, jetzt unsere Schaufel ist kaputt, jetzt müssen wir mit den Händen weitermachen, uns hier durchwühlen oder mit einer Chickenkeule. Die schmeckt danach natürlich noch viel besser, wenn sie in Dirt reingegraben wurde oder in Gravel. Schmeckt alles wieder dreifach besser. So, jetzt kann man sich selber überlegen, entweder man geht zum Beispiel jetzt weiter Monsterfarm, sucht sich eine Dungeon zum Beispiel, die hier so generiert werden, um so aufzuleveln, um das höchste Level natürlich, oder was ist das höchste Level, um ein Level zu erreichen, womit man halt zufrieden ist, dass man sozusagen einen Health hat, weil wenn man stirbt, verliert man den Health nicht, also verliert man die Sachen, die man so hat, an sich nicht. Das ist jetzt ohne Belang. Ach, Tilo. Ich habe mich verklickt. So. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das ist ein Flint, genau. So, was ich aber auch sagen kann ist, der Bogen, wenn ihr einen hier erstellt, ist natürlich der Bogen von 1.2.3. Heißt, er verliert keine Haltbarkeit. Das heißt, hier einen Bogen zu bauen, ist natürlich schon eine sehr schöne Sache, die ich persönlich sehr, sehr, sehr empfehlen kann nur. So, dann bauen wir uns mal hier. Kleines Feldchen. Machen wir zuerst mal ein Feld, damit wir sozusagen einen Grund haben werden. Also nicht einen Grund haben werden wie, oh, ich habe einen Grund zu kämpfen oder sowas. Nein, nein, sondern so ein Basic. So den Untergrund halt. So. So, und dann haben wir hier natürlich unser Stonehall. Gut, das werden wir jetzt nicht machen, weil solange wir kein Wasser da unten haben und es sozusagen nicht anfeuchten, das ist aber blöd. So, aber ich würde auch gerne rausgehen und gucken, ob hier vielleicht Spinnen sind in der Nähe. Ne, das ist nur ein Zombie, das ist nur ein Skelett. Zombie, komm mal her. Ich würde gerne mal eine Frage stellen, wieso bluten denn deine Augen? Da hinten haben wir zum Beispiel ein Skelett. Merkt man, dass hier auch schon eine Dungeon ist. Hier sieht man Pikis, kleine Schweinchen. Da hinten haben wir zum Beispiel auch noch ein Skelett. So, ich mag meistens immer Hühnchen, weil das ist gesünder, hat nicht so viel Fett, aber ein Schweinchen kann man immer noch für ein bisschen Speck zum Frühstück hauen. Da haben wir zum Beispiel einen Creeper. Macht noch rum. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir zum Beispiel einen dieser besagten Skorpione, der sozusagen als Spinne zählt, weil er halt diese... Nein, leider nichts. Ein Skorpion, der als Spinne zählt, weil er halt das so droppt. Oh, daneben. Ein Eisfight. So. Sehr intelligente Skeletons, die dann sich natürlich versuchen irgendwo... Oh, habe ich ein paar Bones? Jo, ich habe ein paar Bones. Dann hole ich mir mal ein Hühnchen. Weil hier sehe ich gerade, sind ein paar Wölfchen. Das müssen wir auch schon halt ein bisschen am Horizont, ob wir da was sehen. Nee. So, da haben wir ein Hühnchen. Magst du mich auch? So, jetzt habe ich zwei Hühnchen. So, ihr kommt mit. Ruffy und Scruffy von mir aus gerne. Aber ich versuche noch einen. Hey du, kommst auch mit? So, jetzt habe ich drei Hühnchen. Ruffy, Scruffy und Puffy. Und dann haben wir hier einen lila Slime.
der als nett dargestellt ist, aber der uns trotzdem ein bisschen schaden, was heißt ein bisschen schaden. Er könnte uns schaden sozusagen. Er könnte, muss aber nicht. Aber man sieht, hier ist ein Baum gewachsen. Und unser Inventar ist voll. So. Sammeln wir hier alles ein. Gut. Kommt mal mit, meine kleinen Hundis. Weil die teleportieren sich ja zu uns, wenn wir auf einer gewissen Entfernung sind, kommen die halt zu uns. Oder bleiben die jetzt da oben? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hier auf jeden Fall... Kommt her. Kommt her zu mir. So, du bleibst da, du bleibst da. Ich will nur immer einen Hund bei mir haben. Cool. Da sieht man zum Beispiel, entweder ist das ein Hai oder ein Delfin. Hallöchen. So, dann kann man das jetzt hier aufgraben. Man sieht, ein Fleck ist schon mal dunkel geworden und wir haben ja einen Setzling gefunden, den pflanzen wir da auch direkt mal an. Zack. So, ab. So, meine kleinen Hundis bleiben da mal hier. So, Knochen. Aber ich glaube, ich nehme die restlichen Knochen, die ich habe, verwandle die in Bone Meal und versuche sozusagen, das unten so schnell wie möglich ein bisschen zu vervielfältigen. So. Ein Setzling leider nur. Noch besser, kein Setzling. Yay. Oh je. Oh, hier ist ja noch was. War sozusagen auf dem Laub noch ein bisschen Baum drauf. Oh je, hier ist eine kleine Fliege. Ich würde die ja gerne kaputt machen, aber dann hört ihr nur so ein richtiges großes Klatschen. Ich versuche das jetzt so ganz sanft zu machen, das Klatschen. Ach nee, nicht getroffen. Ein Setzling. Hier haben wir noch ein Setzling. Hier. Nein. So. Aber wir haben schon mal drei Setzlinge. Vielleicht haben wir damit ein bisschen mehr Glück. So, meine kleinen Hundis. So. Nochmal nur drei Setzlinge. Okay. Auch nur wieder ein. Ich weiß nicht, ob das hier noch nicht so implementiert war. Bin ich mir nicht sicher. So, einzige Wichtige ist, dass dieser Raum halt sehr hier ausgeleuchtet ist, damit erstens keine Monster spawnen, die mir meine Setzlinge kaputt machen. Zweitens meine Setzlinge natürlich an sich wachsen. So, du bleibst auch mal hier. So, alles okay. Oh, hier haben wir zum Beispiel noch ein bisschen. Oh, ein, zwei. Oh, drei. Vier, fünf, sechs. Oh, ganz interessant. Okay, dann haben wir schon ein bisschen mehr. Oh, da haben wir was. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Hai oder ein Delfin? Ich glaube, es ist ein Delfin. Hallöchen, kleiner Freund. Yay, ein Delfin. Und hier haben wir... Oh, was haben wir denn hier? Hier schon sowas alles. Hier haben wir Pferde. Da haben wir ein weißes Pferd. Schön interessant, ne? So, was hier aber noch nicht gemacht wurde bei diesem Abhacken ist, sozusagen, die späteren Versionen simulieren sozusagen so viele Blöcke, wie dieser Baum hatte. So viele verlierst du jetzt an Haltbarkeit. Hier ist es 1. Deshalb kann man hier, lohnt es sich hier echt nicht, mehr als nur eine Holzaxt zu machen. Eine Holzaxt, die halte zwar nicht lange, aber wegen diesem, ja, was heißt Bug, wegen diesem altem Design der Mod kann man ganz ohne Ruhe, also ohne Probleme hier mit einer Holzaxt sehr lange auskommen, damit mehr Bäume fällen, als man sonst die Möglichkeit hatte natürlich. Also wir haben jetzt aber einiges an Holz, da wir diesen einen Dschungelbaum dann übernommen haben. Deshalb brauchen wir uns in der Richtung dazu erstmal nicht ein bisschen zu beschweren. So, gehen wir mal hier auch die Setzlinge rein. So.
Jetzt die 51 Aare kommen hier rein, das hier. Wheat haben wir, können wir uns zweimal Brot mitmachen. So, Brot. So, den Bucket tun wir auch jetzt erstmal rein. Genau, das Wooden Sword kann von mir aus hier rein. Das werden wir nicht so schnell brauchen. So, das Einzige, was noch runterkommt, sind die Setzlinge. Die wollen wir natürlich hier alle anpflanzen. So, damit haben wir zumindest einen Art... Oh, wir haben einen roten Punkt. Achso, der rote Punkt ist im Untergrund. Stimmt. So. Ah, da ist sie. Schade. Ich dachte, ich würde sie erwischen. Aber ich will jetzt keinen ganz lauten Klatschlaut machen. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Das hört sich dann ein bisschen bekloppt an im Video. So, dann können wir hier nochmal gucken. Haben wir hier was? Oh, eins. Zwei. Oh, ein Pegasus. Ein fliegendes Pferd. Natürlich kann man sich hier auch einen Pferdesattel machen. Das sei gesagt und gewarnt. Und damit kann man dann auch auf den Pferden reiten. Deshalb ist es natürlich sozusagen ein seltener Spawn, dass hier immer so ein Pegasus kommt. Kann man zum Beispiel gucken, hier hat man ein Pferd. Gibt es Pferdefleisch oder gibt es Leder? Ja, es gibt Leder. Leder ist einigermaßen okay, wichtig. Ein bisschen würde ich mal sagen, weil wir das ja für diesen Ballon brauchen. Aber um sozusagen uns einen Ballon zu brauchen, brauchen wir allgemein zuerst mal gewisse Sachen. Redstone. Eine Ratte. Hier sind einige Ratten, die haben... es gibt Mäuse und Ratten. So, die Ratten, die einen angreifen, geben einen Kohle. Die Mäuse an sich geben nur Setzlinge. So. Hey, Flipper. Genau. Und hier haben wir zum Beispiel so Mantarochen. Greifen wir uns an? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich den hier an Land geschubst habe. Naja, der gibt uns neue Erfahrungspunkte. So, hier haben wir noch zum Beispiel eine kleine Maus. Ja, normalerweise... Also würde ich die eigentlich schon fast auch nicht töten, weil irgendwie... Ich mag irgendwie so Mäuse. Also, das heißt Mäuse, ich mag irgendwie so Ratten. Die sind auch so schöne... Schöne, süße Tierchen. Die sind zwar... Haben diesen schlechten Ruf, klar, da sind natürlich ganz normale Ratten, ne, so als schlechte Ratten, aber man kann ja auch ganz gute Ratten haben, wenn man die selber zu Hause hat zum Beispiel. Als Haustier, wäre auch zum Beispiel eins von vielleicht ein Haustier, was ich dann haben wollen würde, aber lässt mir das so ein bisschen nicht zu. Aber egal. So. Wir haben jetzt Chickenkeule, machen uns noch mehr so Federn für Pfeile und was noch. Ich weiß, Strings. Habe ich die Strings hier reingetan? Habe ich die nicht aufgehoben? Oh je. Heißt, die Strings sind da irgendwo hinten. Ich weiß nicht, ob die schon verpufft sind. Ich guck mal. Liegen hier noch irgendwelche Strings zum Beispiel? Leider nicht. Entweder... Müssen wir uns irgendwie hier so ein Skorpion... Da hinten ist zum Beispiel noch ein Skorpion. Wäre schön, wenn er auch noch Strings droppt. Am besten ist natürlich, dass wir uns einen Bogen bauen. Ah ja, zwei haben wir wieder hier. Hier haben wir einen Derpy Pig. Hat so mit den Augen links und rechts guckt. So. Oh, ein normales Hühnchen. So, immer schön die Augen aufhalten, dass man vielleicht so eine Dungeon mal sieht. Sind wir aber nicht so weit, dass wir da irgendwas sehen können. Ja, du komisches Ding. So. Das Gute ist, wir können uns einfach dran orientieren. Wenn man N drückt, steht hier in Richtung Süden. Okay, in Richtung Süden ist sozusagen die nächste Stadt. Wir wissen, dass unser Haus sozusagen in der Nähe davon ist. Da kann man sich so ein bisschen orientieren. Hier sind es nur noch 81 Meter und so. Hallo, kleine Häschen. Hallo Katze. Die Katzen greifen uns hier an. So. Jetzt sind wir voll geheilt. So.
Und ich würde auch sagen, dass wir hier immer x home, von mir aus die Farbe ist mir eigentlich da in der Richtung egal, so das nochmal zweimal raw chicken, so okay, das was wir uns als erstes bauen werden ist ein Iron Ausrüstung. So, was aber auch so wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, dass wir uns sozusagen eine Iron Pickaxe machen, weil nur so können wir auch Redstone abbauen. Iron Pickaxe. Das ist hier ganz besonders halt. Und was uns auch fehlt, ist ein Iron Helmet. Oh. So, das sieht eigentlich ganz cool hier aus. Also wenn wir das hier so abnehmen und das durch Iron ersetzen, sehen wir schon so ein bisschen schön. Also von vorne sehen wir aus wie so ein bisschen so ein Skelett, aber wir sehen aus wie halt was Vernünftiges, Besonderes. Besonders wenn wir dann zum Beispiel noch ein Iron Sword machen, was ich auf jeden Fall machen werde. Nachdem mein Stone Sword kaputt geht, benutze ich das hier halt. Ich tue mal meine Indiana Jones Ausrüstung hier. In Leder kommt... Stimmt, aus Eiern haben wir vielleicht mal das Glück, dass ein Hühnchen kommt. Schade, leider nicht. So, es ist dunkel draußen. Heißt, ich würde jetzt schon fast auf die Suche gehen und vielleicht erhoffen, also mir erhoffen, dass ich da was finde. Nämlich noch zwei Strings. So. Hopp. Gibt da einen Porkchop rein, so. Oder eigentlich an Bau an sich vielleicht sogar noch finden. Da, man sieht, der hat zum Beispiel einen Kuhkopf. Sehr verrückt.